Weiter geht's in Humankind und hier sehen wir einer der neuen Städte in unserem Reich. Das ist Knossos. Und es ist wirklich eine ganz schöne Stadt. Und hier können wir übrigens auch sehr gut einen Bahnhof platzieren. Ich weiß gar nicht, habe ich hier schon einen gebaut, hier hinten? Ganz davon abgesehen, dass wir hier noch Kohle bauen können. Können wir hier hinten einen guten Bahnhof bauen? Plus 8. Den ziehen wir mal vor. Und wenn wir den hier vorgezogen haben, dann können wir hier auch unsere Truppen vernünftig abziehen. Und ich würde übrigens tatsächlich hier auch einen Bahnhof bauen, hier oben in Akkad. Da haben wir ja schon einen. Und ihr habt natürlich völlig recht, wir hätten das auch hier bauen können. Aber so viele Schmiedeviertel haben wir halt noch nicht bei uns. Ne? Das muss man halt sagen. Hier könnten wir einen bauen in Neapolis. Das wäre eine Möglichkeit, da oben. Dann können wir mal schauen, ob wir dort... Er ist jetzt minus 1, das heißt, der 5er Bonus bringt nicht so viel, weil wir hier einfach zu viel vernichten würden. Hier könnte man überlegen, ob wir hier was bauen. In die Ecke, in Hyriax Hills, dass wir unsere Leute da gleich vernünftig rauskriegen. Ja, plus 3. Ja, das ist okay. Ziehen wir den mal vor, bauen den zuerst. Ansonsten habt ihr auch gesagt, wir sollten kriegen, was wir kriegen können von unseren Verbündeten. Das sehe ich auch so. Ich denke, wir werden nochmal zu unseren Polen gehen. Entschuldigung bitte, und hier wirklich mal nehmen, was wir kriegen können. So ein leckerer Salbei-Tee. Das könnte ich jetzt tatsächlich auch gebrauchen. Das gibt uns noch Nahrung. Obwohl, Nahrung haben wir eigentlich genug. Wir nehmen mal das Ebenholz. Das gibt uns nämlich mehr Produktion. Das finde ich gut. Und dann nehmen wir uns das letzte Salz nochmal. Aber ich will nicht die ganze Zeit hier noch weiter Nahrung boosten. Das habt ihr auch schon gesagt, wir haben einfach zu viel Nahrung. Ja, das finde ich nicht so gut. Dann gucken wir mal bei ihm. Er hat Salz. Wieder das Thema Nahrung. Weihrauch haben wir schon. Silber und Perlen. Die Perlen werden wir mal nehmen. Das gibt uns auf jeden Fall mehr Geld. Richtig gut. Und Silber sollten wir auch nehmen. Das boostet uns bei der Forschung. So, da haben wir auf, wow, 6.500. Sehr, sehr gut. Gut, alles klar. Haben wir das auch? Wir könnten mal schauen, ob wir noch... gut, mit dir will ich nicht handeln. Mit dir auch nicht. Richtig viel bleibt nicht mehr übrig. Hast du noch irgendwas? Ja, Ebenholz. Das können wir uns auch nochmal holen. Und die Perlen, das bringt auch noch ein bisschen Geld. Das holen wir uns auch noch. Gut, wunderbar. Dann sind wir bei 6.500, die wir jetzt bekommen pro Runde. Und knapp 1.000 Einfluss. Wie gesagt, das halte ich nach wie vor für sehr wenig. Aber wir werden jetzt erstmal hier die Bahnhöfe weiter ausbauen und dann verlegen wir unsere Truppen. Und in der Zeit werden wir tatsächlich mal die Truppen ein bisschen umorganisieren, alles. Wir haben hier, finde ich, sehr viele Armeen. Ihn würde ich gerne hier lassen und ihn nicht so wirklich. Ihn können wir eigentlich gut hierhin schaffen, in die Richtung. Und dann hier hinten ein paar neue Einheiten bauen. Und hier vorne werden wir jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen umorganisieren, weil wir haben hier zum Beispiel einen 5er-Stack. Den können wir gut in diese ganzen Armeen jetzt reinsortieren hier. So. Und wir kriegen ja aber auch bald die Möglichkeit hier weitere Militäreinheiten zu platzieren. Dann ist der erste Gemeinung und so überflüssig. Dann sortieren wir den hier rein. Das sollte bald passen. Das sind 7 Runden. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, unsere Truppen wieder abzuziehen. Ich hoffe einfach mal, ich bin jetzt mal so dreist zu sagen, ich hoffe, dass in der Zeit einfach mal nichts passiert. Nächste Runde. With 30 Makers Quarters, one starts to wonder if strategy has been replaced by obsession. Sehr schön. So. Wir sind wieder ein bisschen kleiner geworden in Garama. Das gucken wir uns gleich an. Die Polen, wir verzichten drauf. Wir verzichten drauf. So, was haben wir hier? Hungersnot, ja.
Ja, vielleicht sollten wir uns tatsächlich noch ein bisschen Nahrung holen. Der Krieg zwischen Mexiko und Polen wurde... Oh. Das müssen wir uns angucken. Nein. Die haben sich jetzt hier unten eine Stadt gesammelt. Oh Gott, das wird aber... Das ist aber auch ein Tohuwabohu hier. Der, also... Er ist jetzt nicht... Er ist jetzt quasi nur noch an den, der Schatten einer selbst. Viel mehr ist bei ihm nicht übrig. Muss man jetzt ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Ja, also, wenn man ehrlich ist, so richtig viel ist halt bei ihm nicht übrig. So, aber die Einheiten ziehen bitte. Tja, was können wir mit ihm machen? Da sind wir in zwei Runden soweit. Eigentlich haben wir hier alles gemacht, ne? Wir können ihn wieder zurückziehen. Einmal dahin. Einmal dahin. So, Addis Abeba hat nichts zu tun. Wir bauen hier weiter Finanzbezirke auf. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal Neapolis an. Minus 21. Haben wir denn hier die Möglichkeit, einen Amber zu bauen? Nicht nur einmal. Dann würde ich hier tatsächlich erstmal weitere Ambers bauen. Bahnhof brauchen wir, denke ich mal, hier erstmal nicht. Wir können natürlich auch das Getreidesilo kaufen. Das schieben wir mal mit rein. Das finde ich noch relativ gut. So, dann hatten wir Garama ebenfalls mit Problemen. Druckerei. Aber wir müssen hier eigentlich auch weitere Bezirke bauen. Vor allen Dingen auch Industriegeld haben wir eigentlich genug. Ich denke, wir werden tatsächlich mal hier hinten gucken mal. Ja. Da werden wir danach mal weitere Industriebezirke bauen. Dass wir uns da auch ein bisschen weiter boosten. Wie sieht es hier mit der Nahrung aus? Gibt es jetzt nicht so schöne Ecken. Hier unten gibt es ein bisschen was. 19 und 13. Könnte man gut hier unten platzieren. Die boosten sich dann gegenseitig. Haben wir noch irgendwo eine schöne Ecke? Hier ist auch nicht schlecht. 14. Aber ich denke, da unten fahren wir erstmal besser. Dann machen wir das erstmal so. Und dann sollten wir hier auf jeden Fall erstmal mit der Stadt gut zu tun haben. So, Neapolis ist kleiner geworden. Ja! I'm afraid they've already eaten all the bread and the cake. And now the pantry seems empty. Das ist ganz, ganz wichtig. Gar nicht mal so sehr für die Technologie an sich, sondern tatsächlich dafür, dass wir in der Lage sind, hier mehr Einflusspunkte zu generieren, denn wir brauchen den Einfluss ganz, 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 ganz dringend, dass wir diese Punkte hier bekommen. Die 338 Punkte, das ist halt schon eine Hausnummer, ne? Also, diesen Ästhetenstern zu verschenken, wäre extrem, extrem, extrem doof. Gerade weil wir hier die doppelte Punktzahl bekommen, wegen unseren speziellen, ja, nicht Eigenschaften, sondern wegen unseren speziellen Verordnungen, die wir erlassen haben. Your company brings me great So, was ist cheer, hier as los? always. Gewalt hat den Verkauf von Ebenholz unterbrochen. Das ist doch schade. Hungersnot in Garama. Ja, wir arbeiten schon dran. So, er hat noch Salz und Salbei. Nee. Obwohl Salz. Nein, wir bleiben dabei. Nein, nein, das passt jetzt so. Das sieht erstmal gut aus. So, was möchte er? Wir sollen irgendwo angreifen. Beim Gelben. Oh, ich hoffe so sehr, dass die sich hier ordentlich kloppen. Und so nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das wäre ja wirklich meine Hoffnung. Mal schauen, ob das klappt. Kinderrechte. Einen Arbeitsplatz pro Stadt oder Außenposten oder einen Forschungsplatz. Das ist nicht schlecht, Kinderrechte. Aber zuerst wollten wir die Pressefreiheit erlassen. Und zwar erlassen der freien Meinungsäußerung minus 20% Kosten. If different opinions can't be heard, people might end up believing whatever ridiculous things the government says. Genau, und dann würde ich tatsächlich sogar die Kinderrechte erlassen, dass uns einen weiteren Forschungsplatz gibt. Das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Denn wir müssen, wie gesagt, ganz, 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 ganz dringend unsere Forschung
boosten, denn wir sind hier, also wir haben zwar von der Neuzeit alles durch, aber wir sind beim Industriezeitalter noch viel, viel zu weit hinten. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon einen Stern bei der Forschung? Nein, das ist einfach zu wenig. Das ist zu wenig. Muss man ganz klar sagen. Und den müssten wir uns in einigen Gründen eigentlich auch holen. Deswegen müssen wir jetzt auch dafür sorgen, dass wir massiv weiter an Einfluss generieren. Und 1500 pro Runde sieht ja schon mal gut aus. Also da müssen wir auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Und eines der Punkte ist definitiv noch die Stadtbegrenzung weiter runterzukriegen. Denn das sorgt nochmal dafür, dass wir noch 100 Punkte mehr bekommen. So, das sollen wir verteidigen. Ich verteidige mich erstmal selbst hier vorne. Moment, habe ich da nur einen hingeschickt? Nein! Ich habe nicht nur dich... Oh, das ist ärgerlich. Ich wollte die ganze Armee da hinschicken. Das ist ja Quatsch. Was habe ich denn da gemacht? Nächste Runde. So, Hungersnot in Hattusa. Schon wieder ein Groll. You look different. Nee, da verzichte man nicht drauf. Österreich-Ungarn. Oh. Oh, oh, oh. Die versuchen sich jetzt natürlich hier die Reste vom Grün zu holen. Wo ist denn der Grün überhaupt? Da hinten? Eieieiei. Mit wem hat denn der Gelbe alles Krieg im Moment? Nur mit dem Grünen? Oh, das ist nicht gut. Ich hoffe ja nochmal darauf, dass wir die Franzosen und Österreich-Ungarn in dem Krieg sehen. Das hätte nochmal was. Das wäre nochmal eine coole Sache. Dann würden die sich nämlich da gegenseitig betteln. Und er hier natürlich hat natürlich jetzt ein großes Problem, weil er nicht mal reinkommt. Und das hier, das werden wir jetzt auf jeden Fall an Knossos angliedern. Zack. Da muss er hier nämlich auch raus. Und dann ist das Thema für ihn nämlich durch. Haben wir offene Grenzen mit ihm? Nee, haben wir nicht. Nicht Angriffspakt auch nicht. Das heißt, er kommt hier auch nicht durch. So, das wollte er nämlich gerade angreifen. Das war wohl nichts, mein Freund. Das war wohl nichts. Ein Panzerschiff hat er schon. Naja, zumindest muss, also egal wie er es macht, er muss da definitiv raus. Oh, der Bahnhof ist schon fertig. Wunderbar, das ist gut. Dann einmal die Einheiten weiterziehen. Ich kann mal einmal upgraden zur Romo-Kavallerie und einmal stehen bleiben, bitte. Unter den Blinden. Schon immer war ein kleiner Teil der Bevölkerung von Geburt an von Blindheit betroffen, aber in den überfüllten Elendsvierteln von Neapolis verlieren immer mehr Menschen durch die Pocken ihr Augenlicht. Ein Professor der örtlichen Universität will den Blinden nun durch die Gründung einer Blindenschule helfen. Was meint ihr dazu? Ja, finde ich gut. Ja, 20 Produktion, ich finde das gut. Wir machen das. Ich finde das super. Neapolis werden wir jetzt mal unterstützen, indem wir das Getreidesilo kaufen. Haben wir zumindest hier ein bisschen das Thema Nahrung beseitigt. Nächste Runde. So. Arcade ist größer geworden. I don't mean to nag, but the marks one leaves on history should not necessarily be from Malnutrition. Minus 26. Haben wir da noch irgendwas, was wir bauen können? Nicht wirklich, ne? Wir könnten noch ein paar Bezirke bauen, aber das geht hier auch ansonsten. Ich weiß nicht, ob das gut geht, wenn wir hier noch wirklich noch weitere Bezirke spammen. Was wir auf jeden Fall machen könnten, wäre ein Naturschutzgebiet. Das können wir machen. Wenn wir das dahin bauen können. Das bringt uns weiteren Einfluss. Ich glaube, das ist wichtiger. So, du einmal da stehen bleiben, bis deine Freunde kommen. Du einmal da rein, du auch da rein. Einmal updaten zur Oromo-Kavallerie. Und dann haben wir hier tatsächlich auch schon alles durch. Und dann können wir ihn eigentlich schon nach oben schicken. Ist der Bahnhof hier fertig? Jetzt ist er fertig. Einmal da vorne. Und dann möchte ich dich tatsächlich einmal nach Hyriax Hills schicken. Einmal bitte
fährt nicht mehr den Bahnhof. Ja, dann warten wir nochmal eine Runde. Kann sein, dass er das noch nicht, erkannt hat, den Bahnhof. Ich weiß es nicht. So. Handelsroute blockiert. Also. In Sambesi. Da bräuchten wir auch ein bisschen Nahrung. Und vor allen Dingen müssen wir hier oben ein paar Produktionsbezirke weiter anbauen. Und ein Naturschutzgebiet. Plus 5, plus 2. Wie sieht es mit dem Nahrungsbezirk aus? Plus 15. Plus 14, minus 7 Produktion ist nicht schön. Plus 4 gefällt mir auch nicht. Ich glaube, das ist die beste Ecke, ne? Für Nahrung. Haben wir noch die Möglichkeit, einen Ambra zu bauen? Ja, hier oben. Gibt uns nochmal plus 4. Das würde ich tatsächlich machen. Ja, das bauen wir auch nochmal. Dann boosten wir uns in die Richtung nochmal ein bisschen. Dass wir weiter in Richtung des Einflusses gehen. Und wir können nochmal ein Vergnügungsviertel anschauen. Ah, plus 4. Das ist hier natürlich mächtig. Wie sieht es hier aus? Plus 15, aber nur plus 2 Einfluss. Das ist zu wenig. Dann wird das eher nicht. Dann bleibt es dabei. Okay. Können wir noch irgendwas bauen für den Einfluss? Oh, eine Schaubühne. Dann ziehen wir die tatsächlich nochmal ein bisschen vor. Wir kaufen mal das Bauernviertel und dann gehen wir direkt in die Schaubühne. Damit wir hier wirklich den Einfluss jetzt weiter hochtreiben. So, Addis Abeba. Können wir hier ein schönes Gebiet bauen? Nee, das macht alles keinen großen Sinn. Wie sieht es mit dem Naturschutzgebiet aus? Hier vorne, auch auf dem Wasser finde ich das gut. Das machen wir mal. Und danach hätten wir hier noch die Möglichkeit, was zu bauen. Wir schauen mal, ob wir hier Produktionsbetriebe bauen können. 19? Ja, das machen wir. Okay, sehr schön. Er zieht hier oben Truppen hin. Da sollten wir bei Zeiten wirklich Armeen verlegen. Nächste Runde. So, Hattusa ist kleiner geworden. Handelsroute zerstört. Mhm. Warum? Das will ich mal. Warum sind Handelsrouten zerstört? What do you want now? Ach. Na, weil das durch das Gebiet von dem Gelben geht. Wir verzichten wieder darauf. Ich bin immer noch der Meinung, dass uns das, dass die Beziehung das verstärken wird. Oh. Ja, weil er sich San Lorenzo geholt hat. Deswegen gibt es hier Probleme mit den Handelsrouten. Ah, ist das ärgerlich. Wir kommen wahrscheinlich nicht umhin, echt noch einen Krieg gegen den Gelben zu führen. Aber wie? Wie wollen wir in 50 Runden einen Krieg gegen ihn führen? Wir sind niemals rechtzeitig mit unseren Truppen da. Wie lange brauchen denn die Truppen überhaupt bis hier oben hin jetzt? 11 Runden? Ich frage mich, wieso er nicht über die Bahn fährt. Wie dem auch sei. Einmal da oben hin, bitte. Und dann muss ich ihn direkt draufstellen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Wir stellen ihn mal direkt da drauf. Und dann gucken wir mal weiter. Du gehst bitte nach Akkad. Und du gehst bitte nach Neapolis. So. Verteilen wir unsere Truppen ein bisschen. Nächste Runde. Die Österreich-Ungarn sind nun in der Gegenwart. Ja. Ja, wir haben noch ein paar Punkte, die wir uns holen können. Er hat aber schon 2.500 ist er schon vor uns. Eine Landwirtschaftssterne wurde erhalten. Wunderbar. Linienformation erforscht. Sehr gut. Das gibt uns die Möglichkeit, die Linieninfanterie zu bauen. Und wie weit werdet ihr die Menschheit bringen? Ja, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Weil wir tatsächlich doch ein bisschen hinten hängen. Ein neuer Groll ist verfügbar. Tell me about yourself.
Ja, das ist mir egal. So, Kriegsentschädigung. Friend, what can I do for Darauf werden wir verzichten, nach wie vor. Und Where have you been? Da werden wir nicht drauf verzichten. Das lassen wir mal. Und ich würde tatsächlich gerne mal mit dem Gelben reden. It seems that these are the times that Aber erstmal gucken wir nach Hattusa. Können wir da noch irgendwo Nee, wir haben zu viele Bezirke hier. Wenn, dann bauen wir Oder das ist auch nicht möglich. Dann bauen wir mal die Akademie der Künste. Dass wir uns da weiter boosten. So. Ich würde tatsächlich in Richtung Was haben wir denn hier? Minus 20 auf Industriebauernviertel kosten. Ich glaube, das bringt nicht ganz so viel. Ich würde tatsächlich erstmal die beiden einfachen hier vorne erforschen. Und dann sehen wir weiter, damit wir tatsächlich einfach hier weiterkommen und hier die Punkte erhalten. Das sieht ja schon mal grundsätzlich gut aus. Hier vorne, das ist eigentlich auch eine relativ schnelle Sache, dass wir diesen Stern bekommen. Den hier auch. Und wenn ich ehrlich bin, den will ich eigentlich definitiv auch haben. Und die zwei hier, tja, das ist halt echt ein Problem, ne? Da wüsste ich nicht, wie wir uns diese beiden noch holen sollten. Auf nochmal 42. Außer, dass wir hier wirklich anfangen zu plündern. Eins wäre hier oben, dort. Das könnte man sich holen. Und dann ganz hier hinten noch, aber das wäre wirklich so die Höhle des Löwen. Das fände ich nicht so gut. Oder wir nehmen tatsächlich hier so eine Stadt. Die existiert noch 19 Runden. Wir könnten natürlich ein bisschen Geld investieren. Aber wir bräuchten mindestens plus 5 oder sogar plus 6, damit wir hier auf die 100% kommen. Das ist kein Problem. Wir versuchen das mal. Plus 6. Na, vielleicht klappt das ja in den 19 Runden, ohne dass er zerstört wird. Wenn, mal gucken, ob wir vielleicht sogar in ein, zwei Runden noch ein bisschen Geld investieren können, dass das noch schneller geht. 19 Runden haben wir Zeit. Dann hätten wir die Stadt hier und dann würden wir mehrere Sachen mit einer, also mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir hätten eine Stadt, mit der wir den Gelben angreifen könnten und ärgern können und wir holen uns die Punkte hier für den Expansionsstern. So, was machen wir mit dir? Genau, mit dir wollte ich tatsächlich mal schauen, ob das irgendwas bringt, wenn wir vom Bahnhof zu Bahnhof ziehen. Nee, überhaupt nichts. Okay, dann ist es so. Nächste Runde. So, Akkad, kleiner geworden. Einmal die Truppen langziehen, bitte. Und das Problem ist natürlich, wenn wir das hier uns holen, dann werden wir hier wieder kleiner. Aber ich möchte jetzt tatsächlich erstmal schauen, dass wir uns die Kinderrechte holen und die Forschung damit verbessern. The long-term strategy seems to be smarter if it's built on lifting everyone up. Und das sollte dafür sorgen, dass wir wesentlich mehr Möglichkeiten haben, hier Wissenschaft zu boosten. Das ist schon mal eine ziemlich gute Sache. Und jetzt würde ich hier tatsächlich die Technologieförderung machen. Zack. Und wir bleiben hier mal bei der Nahrung. So viel Produktion brauchen wir momentan nicht. Zwei Runden. Vielleicht können wir da sogar noch ein bisschen mehr boosten. Wir versuchen mal ein bisschen zu optimieren. Wir sortieren mal nach der Wissenschaft. Sambesi, Neapolis und Akkad. Gehen wir mal nach Neapolis und Akkad. Das Geld brauchen wir. Wir schieben mal aus der Produktion die Leute hier rüber. Und da sind wir auf dem Maximum. Okay. Gut, das sieht aber schon mal ganz gut aus. Du bist untätig. Ja, das war natürlich eine extrem schöne Idee. Und da haben wir noch eine Schlacht. Ich würde sagen, das machen wir aber erst, wenn wir ein paar unserer Truppen hier geupdatet haben. Die Linieninfanterie. Und dann nehmen wir die Schlacht auch.
und machen hier tatsächlich eine sofortige Lösung. Ich glaube, diese Schlacht brauchen wir wirklich nicht manuell machen. Und was übrigens auch im Gegensatz zu anderen Spielen so ist, wir haben natürlich den, wo ist er? Den Stern hier oben schon abgeschlossen, aber der aktuelle Wert geht trotzdem bei der nächsten Kulturstufe dann da nochmal mit ein. Das heißt, diese Schlachten sind nicht sinnlos. Wenn die nächste Kulturstufe, keine Ahnung, 150 oder 160 und 170 hat, dann kriegen wir die 2 Sterne da auch schon gut geschrieben. Das ist das Coole an diesem Wert. Das heißt, der Wert bleibt persistent erhalten bis zur nächsten Kulturstufe. Das ist eine schöne Sache. Nächste Runde. So, Akkad hat um 1 zugenommen und ein neuer Groll ist verfügbar. Bei wem? A meeting with a friend is always an occasion to celebrate. Darauf verzichten wir bitte. Worry yourself. Let us not rub salt in Handel wurde vorübergehend unterbrochen, das hat Kriegsgründe. Akkad, ja, wir sollten tatsächlich mal gucken, dass wir, nein, nicht bei dir, dass wir bei ihm tatsächlich doch noch ein bisschen, erstmal die wissenschaftliche Vereinbarung. Was? Unglaublich. Das ist ja ärgerlich. Naja, okay. Dass wir uns hier noch ein bisschen was, vielleicht sogar das Salz. Ja. Salbei bringt auch noch Nahrung. Das holen wir uns auch noch. Dann sollten wir zumindest. Was ist aber? Hier ist aber auch was los. Ich lasse mal an, das ist ja der Wahnsinn. Da kann man ja, es ist ja, das ist ja unglaublich. Der Pole zerfällt ja. Hier ist die nächste Stadt jetzt unabhängig, Monterey. Das ist ja unglaublich. Und wir haben uns die Stadt hier unten geschnappt, ne? Was hat die denn? Naja, wenigstens hat sie nichts. Was hat die Stadt hier oben? Auch nicht wirklich sehr viel mehr. Na gut, wir arbeiten dran. Plus 6 steht an. Wir werden in einer Runde gucken, dass wir noch mal ein bisschen was ausgeben. So, 4 unabhängige Städte. Wir boosten weiter, bitte. Ja, plus 2 ist jetzt nicht viel. Plus 4 Nahrung und 2. Dann nehmen wir besser hier 2 Forschung. So, Naturschutzgebiete. Haben wir hier unten noch Sachen, die uns... Ja, Akademie der Künste, das ziehen wir bitte vor. Du bleibst da stehen. Haben wir hier auch die Akademie der Künste? Ja, bitte einmal bauen. Hyriax Hills. Schaubühne und Akademie der Künste, bitte. Und danach die Wissenschaft. So, in Enkar. Würde ich auch hiermit weitermachen. Gleiches Thema. Wissenschaft und Akademie der Künste. Das müssen wir beides boosten. Ein Klassenzimmer für alle. Ja. Wir können Jungen und Mädchen getrennt unterrichten. Dann haben wir 50% mehr Glaube. Oder 20 Wissenschaft. Nee. Wir sind modernes Volk. Wir führen sie zusammen. Nächste Runde. Think of it as being focused, yes? So, das ist die militärische Ordnung und damit kommen wir unserem nächsten Punkt näher. Und damit sind wir jetzt bei 13.000, erst bei 15.000, immer noch 2.000 Punkte vor uns. Aber wir arbeiten daran. Aber erst auch schon im nächsten Zeitalter, das muss man halt auch sagen. So, Bevölkerungszunahme. Gewalt hat dem Kauf von Salz ein Ende gesetzt, das ist sehr ärgerlich. Handelsroute blockiert. Kaffee der Ägypter. Echt, wir kaufen doch was von euch? Yes, greetings. Wow. I hope you don't mind if I stare. Wir kaufen eine ganze Menge von euch. Interessanterweise. Aha, na gut. So, 3 untätige Städte. Hattusa. Selbes Thema. Hier werden wir mal im Bereich der Forschung bleiben. Und erstmal das hier boosten. Und in Mykene machen wir das gleiche. Da bauen wir auch erstmal die Forschung aus. So, dann gehen wir wieder.
hier unten hin und ich sehe noch nicht, dass hier irgendeiner unterwegs ist, der sich die Stadt holt. Wir investieren nochmal 12.000, damit wir hier bei plus 8 liegen. Ich will so schnell wie möglich da hinten hin und damit 4.000 die Stadt an mich angliedern. Damit wir die Punkte hier definitiv auch noch bekommen. 118, wir sind auch nicht mehr allzu weit entfernt von den 316 Punkten. Die nehmen wir auch noch mit. Und die hier, die nehmen wir auch noch mit. In dem Sinne, macht's gut, bis morgen, euer Strategienerd. Ciao, ciao.